einmal einen Punkt. Aha! Hab dich. Kleiner Teufel. Damit komme ich da schon direkt dran? Nee. Nicht so ganz. Und einmal hoch, bitte. Klick. Er ist hier! Ach, das mache ich jetzt auf die altmodische Art und Weise. Hier hast du nicht drauf. Na, warte mal ab. Ja, ich habe darauf Kontern gedrückt. Naja, ab und zu wieder mal nicht. Aber das tut mir nichts. Da kann ich auch hoch. Hä? Und was soll ich hier können? Ja, ich kann hier rumstehen. Geil. Wie upgrade ich mich denn jetzt? Zweifacher Bedrang. Nicht verfügbar. Fernsteuerbarer Bedrang. Kann ich mir lustig vorstellen. Schallbedrang. Gegner weglocken. Nicht verfügbar. Aha. Das sind alles gute Sachen. Wobei, nach dem Erreichen einer 5-fach statt einer 8-fach-Kombo können spezielle Combo-Move eingesetzt werden. Kritischer Combo. Ich gehe mal auf kritisch. Na? Kann ich gar nicht kaufen. Okay. Will ich also der Reihe nachkaufen? Gut. Noch ein bisschen mal die Angriffsfertigkeiten verbessern. Kann nicht schaden. Hey. Warum gehe ich da raus? Ich soll ja Spuren folgen. What the heck? Ja. Okay. Lass doch mal gucken. Von euch hat keiner eine Knarre dabei. Willkommen in der Bibliothek von Arken. Geschichte ist so wichtig. Als romantisches Alter sind wir einfach da. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Ja, wenn du das sagst, du musst es wissen. Autsch. Schlag ihn nieder. Schlag ihn nochmal. So, komm. Ist das alles, was du kannst? Weg! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! So, und weg. Du bist auch Geschichte. Ach, den kann ich gar nicht kontern. Schade. Ja, wenn mich 5 Mann von allen Seiten angreifen, kommt halt einer mal durch. Und du auch noch. Du mich auch. Zappelkasper. Na? Geht doch. Ach, der steht schon wieder. Meine Fresse. Komm, ich hab'n Cape. Fürchte mich. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? Klappt das? Nö. Aha. Also ich muss da hoch. Gut. Lass mich doch mal gucken. Hier gibt's viel zu viele Lüftungsschächte. Die letzte Seite zu lesen. Stell dich. Also. Hier ist die Pointe.
In 2 Minuten macht das Nachtgas Puh. Und diesen griesgrämigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Scheiß Mydex. Ich hasse das Zeug. Ich höre was ticken. Komm schon, bitte lass mich da rauskommen, wo ich rauskommen muss. Ne? Was? Wie? Wo? Was? Hä? Ah. Okay. Komm schon. Danke. So, und weg damit. Au! Das scheppert. Ich muss sagen, hier wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Ah, ihr seid ja. Okay. Boah, Drecksack. Gibt's doch nicht. Danke, Batman. Sind Sie alle weg? Ja, Sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und Sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken, als sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Warte mal. Spurensuche. Was? Moment. Hä? Ah! Gefunden. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein! Nicht die Formel! Was mache ich jetzt los? Wer kann mir jetzt helfen? Oh, oh. Och nö. Zäs rennt also doch schon wieder in der Gegend rum. Alter, was treiben die eigentlich mit dem Typen? Ich schnappe ihn, sie lassen ihn 5 Sekunden später wieder rennen. Ist das hier irgendwie so ein Spielchen oder? Ja. Spielchen in einem Spiel. Wenn ich aber gerade hier bin, jetzt möchte ich mich aber mal richtig umgucken. Aha, da ist noch so ein Schacht. Wenn ich schon da bin, dann kann ich auch verdammt nochmal kontrollieren, was es hier gibt. Hab dich. Endlich. Ich dachte, du würdest es niemals finden. Ich bin Captain Superschlau. Ich lass mich ständig fangen. Ich bin ja so klug. So. Jetzt nochmal zum Mitschreiben. Das war die Etage, wo ich hin sollte, oder? Hauptsache, ich falle alle Nase lang runter. Was zum... Oh, nö. Nö. Gas? Moment mal, Wayne Manor? Das sieht aber ein bisschen anders aus. Augenblick mal. Das sieht definitiv anders aus. Scheiße. Ich schon wieder eher. Aha, rennen kann ich auch nicht. Scarecrow. Verdammt. Okay, hier flattern Geldscheine rum. Die fackeln Geldscheine ab. So viel Geld möchte ich mal haben. Ich kann nicht glauben, dass du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zu Erfurt. Es tut mir leid, Daddy.
Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. Wo bringst du uns hin? Wir können hier lang gehen. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. Oho. Okay. Der Fußweg. Oh Gott! Bitte, dafür gibt's keinen Grund. Oh nein. Oh mein. Wow. Crime Alley. Oh Mann. Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft's schon. Oh. So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Sei still, sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jin. Boah. Wow. Er ist groß geworden. Alter, ich weiß ja, dass dieses Gas die Ängste beleben soll, aber das haben sie echt gut hinbekommen. Oh. Er hat dekoriert. Sieht geräumig aus. Haha. Haha. Okay. Wow. Irgendwo hopst der doch bestimmt gleich wieder raus. Wetten? Was machst du, kleine Fledermaus? Hallo. Lass uns Freunde bleiben. Oder werden. Und was auch immer du bevorzugst. Okay, einmal ducken. Und ducken. Ich würde mal behaupten. Jawohl. Und alles, was du siehst, untersteht meiner Kontrolle. Ja, ja, denk du das mal. Ich hab dich lieber in meinem Rücken. So, und. Puh. Glück. Rüber da. Dein Verstand wird wie Glas zersplittern. Was kommt jetzt, Red? Skelette? Okay. Nicht gemein sein. Und boing. Haha. Hab dich zerbröselt. Okay, da gammelt lieber da drüben rum. Soll mir recht sein. Na, kletterst du mal endlich.